Der Flughafen Essen-Mülheim im Winter 2020/2021. Schnee und Eis haben den Flugbetrieb zum Erliegen gebracht. Der Nutzen und die Zukunft des Platzes sind umstritten. Unter dem Schnee wirkt der Flughafen wie im Dornröschenschlaf. Hier aber schläft die Geschichte des Ruhrgebiets. Seit 96 Jahren hat der Flughafen nun bestehen. Und unzählig Spannendes an Luftfahrtgeschichte ist damit verbunden. Von der Öffentlichkeit weitgehend vergessen. Als ich im Winter 2019 mit den Arbeiten zu dem Video über den Flughafen begann, dachte ich, dass ich schnell die wichtigsten Informationen zusammenbekomme. Dann kam Corona, der erste Lockdown und einige private Dinge, die dem Projekt einen Zwangsaufschub gaben. Zum Glück. Mittlerweile bin ich in einen Sog geraten. Einen Sog der Geschichte. Ich habe viele Quellen und Dokumente gesammelt, viele Nächte am Schreibtisch verbracht und es wird nicht weniger. Dieses Video ist erst der Anfang. Der Anfang der Geschichte, die bis heute andauert. Es ist die Fluggeschichte von Essen-Mülheim. Of current weather conditions is very important for instrument flight. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fluggeschichte, Wissen und mehr. Mein Name ist Jörn Törner und ich stehe hier heute an einem historischen Flughafen, der Flughafen Essen-Mülheim. Wir haben August 2021 und vor 96 Jahren wurde dieser Flughafen gegründet. Damals war hier nicht sehr viel. Primär Felder, die Gemeinde Rath mit wenigen Bauernhöfen war hier und ansonsten war das ganze Weideland. In den letzten 96 Jahren hat sich einiges hier getan. Der Flughafen Essen-Mülheim hatte einen rasanten Aufstieg, der dann durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gestoppt wurde. Hinter mir ist sogar noch das letzte verbleibende Originalgebäude, wenn auch mittlerweile erweitert zu sehen, auf dem der Turm des Flughafens, des heutigen Flughafens sitzt. Ich möchte in dieser Folge nun einmal die Geschichte, die Entwicklung dieses Flughafens zwischen 1925 und 1939 beleuchten, und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln. Nicht nur reine statistische Daten, wie viele Passagiere wurden hier abgefertigt, wie viele Flugzeuge starteten und landeten hier, sondern ich möchte auch ein wenig die Geschichte als Pilot beleuchten. Wie wurde der Flughafen von Piloten gesehen? Was gab es vielleicht fliegerisch an Besonderheiten hier? Wie hat die Bevölkerung den Platz gesehen? Und ich möchte auch die weniger schönen Seiten im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus beleuchten. All das passt aber nicht in ein Video. Deswegen habe ich mir vorgenommen, mit diesem Video eine Einführung zu erstellen und dann später in weiteren Folgen bestimmte Details zu beleuchten. Ich habe mittlerweile so viel Archivmaterial gesichtet, so viel Quellen gesammelt, dass das den Rahmen eines oder mehrerer Videos sprengt. Mittlerweile habe ich,
gut 1600 Dateien, Fotos, Texte, Grafiken auf meinem Computer, die in irgendeiner Weise in Verbindung mit diesem Flughafen stehen. Und es ist eine Fülle an Informationen, sodass ich nun auch angefangen habe, diese Informationen zusammenzuschreiben. Vielleicht wird ein Buch draus, ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall wird dieses Video nicht der letzte Eindruck vom Flughafen Essen-Mülheim sein. Ich möchte an dieser Stelle auch Danke sagen. Danke an all die, die mich unterstützt haben in meinen Nachforschungen in diesem Projekt. Da sind viele zu erwähnen. Die Meteorologische Bibliothek des Deutschen Wetterdienstes, quasi das historische Archiv des Deutschen Wetterdienstes, von der mir gut zugearbeitet wurde. Das Stadtarchiv Mülheim, was mich auch im Lockdown mit digitalen Formaten versorgt hat und mir Informationen hat zukommen lassen. Viele andere Personen, auch Privatpersonen, so zum Beispiel auch der Herr Specht, dessen Vater hier 1930 oder in den 30er Jahren als Fluglehrer tätig war und dessen Originalflugbücher mit Erinnerungen, mit Fotos noch erhalten sind. Weitere Personen, die mir zugearbeitet haben, gibt es en masse. Und ich werde es mit Sicherheit nicht jetzt schaffen, aus dem Kopf all diesen Personen zu danken. Sei mir bitte verziehen. Am Ende des Videos tue ich hoffentlich allen Rechnung. Nun aber möchte ich euch diese Fluggeschichte des Flughafens näher bringen, die Entwicklungsgeschichte. Und ich hoffe, ihr seid mit Interesse dabei, dass dieses Video euch gefällt. Nun aber geht es los mit der Fluggeschichte des Flughafens Essen-Mülheim. Im Ruhrgebiet träumte man früh den Traum der Luftfahrt. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg wurden an vielen Orten Flugversuche unternommen. So hatte sich der Flugplatz Essen-Gelsenkirchen-Rotthausen zu einem bekannten Fluggelände entwickelt. Jedoch stoppte der Krieg alle weiteren Entwicklungen. Nach dem Krieg war die Zukunft der deutschen Luftfahrt ungewiss. Die Siegermächte schränkten den Luftverkehr in Deutschland stark ein. Dennoch schaute man nach vorne. Und so wurde 1919 ein Verkehrsflugzeug entwickelt, das den Flugverkehr revolutionierte. Die Junkers F-13, das erste Ganzmetallverkehrsflugzeug der Welt. Die Passagiere saßen wettergeschützt in einer geschlossenen, beheizbaren Kabine. Das Flugzeug war aus Metall, robust und wartungsfreundlich. Ein für damalige Verhältnisse modernes Verkehrsflugzeug. Jedoch wurden den deutschen Träumen von der Verkehrsluftfahrt bald die Flügel gestutzt. Mitte 1919 hoffte man auch im Ruhrgebiet an ein Aufleben des Luftverkehrs. So schrieb der Bund Deutscher Flieger e.V. an den Oberbürgermeister der Stadt Mülheim: Da zu erwarten ist, dass in naher Zeit der Friedenszustand zwischen dem Deutschen Reiche und den bisher feindlichen Mächten hergestellt sein wird, beabsichtigen die Ortsgruppen Mülheim und Duisburg des Bundes Deutscher Flieger, den Gedanken der Errichtung eines Flughafens auf Mülheimer Gebiet zur Tat werden zu lassen. Wenn nun eine Entscheidung auch nicht vorliegt, so wird es vom Bund Deutscher Flieger doch für zweckmäßig gehalten, die vorbereitenden Arbeiten schon jetzt in Angriff zu nehmen. Die Beschleunigung dieser Angelegenheiten ist erforderlich, damit wir Deutschen im Wettbewerb um die Luftfahrt anderer Länder nicht zu sehr ins Hintertreffen geraten. Zunächst war aber zu klären, ob überhaupt ein Bedarf für einen Luftverkehr vorhanden war. Im kriegsgeschundenen Deutschen Reich sah man den Bedarf in erster Linie im Transport von eiliger Post und Paketen. Die Infrastruktur nach dem Krieg ließ zu wünschen übrig. Und so wurde eine Flugpostverbindung vom Flugplatz Essen-Gelsenkirchen-Rotthausen nach Berlin eingerichtet. Herr Beigeordneter Bohlsdorf stellte sodann die Frage zur Erörterung, ob für den Industriebezirk ein wirkliches Bedürfnis zur Einrichtung eines regelmäßigen Flugzeugverkehrs mit anderen Teilen des Reiches, in erster Linie mit Berlin, anzuerkennen sei. Versammlung war einstimmig der Ansicht, dass für den Industriebezirk die Notwendigkeit für Wiederaufnahme des Luftverkehrs unbedingt gegeben sei, vor allem mit Hinblick auf die außerordentliche Verschlechterung der Verkehrsverhältnisse, die eine schnelle und sichere Postbestellung von eiligen Briefen, Paketen usw. zurzeit völlig in Frage gestellt hätten. Hinzu kommt, dass selbst dringende Drahtungen nach Berlin 24 Stunden erfordern und bei Ferngesprächen zeitweise Tage auf Erledigung gewartet werden müsste.
Der Bau einer eigenen Fernsprechleitung erfordert, abgesehen von gewissen technischen Schwierigkeiten, einen Kostenaufwand von etwa 1,5 Millionen Mark. Nachdem die Bedürfnisfrage bejaht, wurde eingehend erörtert, welche Wege zu gehen und welche Maßnahmen zu treffen seien, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Versammlung war darüber einig, dass ein Luftverkehr nur dann aufrechterhalten werden könne, wenn er sich wirtschaftlich selbst trüge. Das heißt, wenn er hinreichend benutzt oder seitens der Interessenten Beihilfen geleistet werden, dass der Luftverkehrunternehmer seine Rechnung fände. Hauptbedingung für die Lebensfähigkeit des geplanten Unternehmens ist in erster Linie die ausgiebige Benutzung für Postbeförderung, Luftpost, durch die Geschäftswelt. Um die Geschäftswelt für das Unternehmen zu gewinnen und weiterhin eine Unterstützung durch sie sicherzustellen, sagt Herr Dr. Fischer zu, dass er sich in Verbindung mit den benachbarten Handelskammern des Industriebezirks an die größeren Firmen der Industrie, den Bergbau, das Kohlesyndikat, die Banken usw. wenden will. Es wurde beschlossen, a. mit der Deutschen Luftreederei in Berlin und b. mit den Condor Flugzeugwerken in Gelsenkirchen in Verhandlung zu treten über die Frage, ob und unter welchen Bedingungen ein regelmäßiger, das heißt täglich einmaliger Luftverkehr mit Berlin aufgenommen werden würde, wobei insbesondere die Frage der Sicherstellung der Brennstofflieferung zu behandeln sei. Leider aber musste diese erste Verbindung bald schon wieder aus Spritmangel eingestellt werden. Zusätzlich war 1920 der Versailler Vertrag in Kraft getreten. Dies bedeutete auch die Einrichtung einer neutralen Zone im Abstand von 50 Kilometern östlich des Rheins. Innerhalb dieser Zone war der Luftverkehr verboten. Dieses Flugverbot sah man als ungerecht und versuchte es von verschiedenen Seiten aus zu bekämpfen. Die Reichsregierung schrieb mehrere Protestschreiben und, so liest man in einem Brief der Deutschen Luftreederei an den Oberbürgermeister von Mülheim, auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen ergebenst mit, dass wir, nachdem das Reichsministerium des Auswärtigen nochmals vergeblich Schritte bei dem interalliierten Überwachungsausschuss unternommen hat, im Einvernehmen mit den Reichsbehörden beabsichtigen, mit dem Obersten Rat in Paris unmittelbar durch einen geeigneten Vertreter der Industrie in Verhandlungen zu treten. Leider werden weitere Schritte bei der Reichsregierung, die sich ganz unserer Ansicht angeschlossen hat, zurzeit ohne Erfolg sein. Wir hoffen, dass die Verhandlungen in Paris in den nächsten Tagen aufgenommen werden können und dass dann das Flugverbot für die neutrale Zone sofort zurückgezogen wird. Was nützte also der Traum eines Flughafens, ohne die Erlaubnis, ihn nutzen zu dürfen? Mit dem Jahr 1922 kommt neuer Wind in die Angelegenheit. Man plant, eine Flugverbindung zwischen Berlin und Paris aufzubauen. Die ideale Route scheint dabei über das flache Ruhrgebiet zu führen. Als Alternative käme eine Strecke über Frankfurt in Betracht. Jedoch zerschlagen sich auch diese Hoffnungen auf einen Luftverkehr sehr bald. Deutschland ist mit seinen Reparationszahlungen im Rückstand. Bereits 1921 hatten daher französische und belgische Truppen Duisburg und Düsseldorf besetzt, um die rheinischen Häfen zu kontrollieren. Der Konflikt verschärft sich weiter. Es entsteht der Eindruck, Deutschland halte absichtlich Zahlungen und Lieferungen zurück. So besetzen 1923 französische und belgische Truppen das gesamte Ruhrgebiet. Der Traum von einem Flugverkehr im Ruhrgebiet scheint nun endgültig ausgeträumt. Erst als ein Ende der französischen Besatzung absehbar ist, werden die Pläne wieder konkreter. Dazu wird am 24. Februar 1925 eine Fluggesellschaft gegründet. Die LURAG, Luftverkehrsgesellschaft Ruhrgebiet. Die Aktiengesellschaft dient ausschließlich der Förderung des öffentlichen Luftverkehrs. Sie bezweckt den Anschluss des Industriegebiets an den deutschen und internationalen Luftverkehr. Heißt es im Gesellschaftsvertrag. Man will nun endlich den Anschluss an den Luftverkehr finden. Ein geeignetes Gelände für einen Flughafen war auch schon ausfindig gemacht. Ein Hochplateau bei der Gemeinde Rath. Die Luftverkehrsgesellschaft Ruhrgebiet AG in Essen, LURAG, hat das in dem beigefügten Plane näher bezeichnete Gelände nordwestlich der Meisenburgstraße in den Gemarkungen Harzopf, Roßkoten und Rath als Flughafen in Aussicht genommen. Nach Anhörung eines geeigneten Flugsachverständigen ist dieses Gelände als sehr geeignet bezeichnet worden. Die Größe des Geländes wird benötigt, zum Teil für einen hinreichenden Anflug und teilweise zur Herrichtung der zu einem Flugplatz erforderlichen Anlagen und Gebäulichkeiten. Im Frühjahr 1925 deutet noch nichts in der Gemeinde Rath auf eine große Änderung hin.
Ländlich gelegen wurde die eigenständige Gemeinde erst Anfang der 1920er Jahre zur Stadt Mülheim eingemeindet. Hier gibt es einige Bauernhöfe und an der Pasewalstraße steht das alte Backhaus der Gemeinde, welches seit 1891 als Schulgebäude genutzt wird. Dass hier in wenigen Monaten ein Flugplatz entstehen soll und die ersten Flugzeuge Postrichtung Berlin fliegen sollen, kann sich noch keiner so recht vorstellen. Immerhin steht das Ruhrgebiet nach wie vor unter französischer Besatzung. Das führt uns nach Dorsten. Knapp außerhalb der besetzten Zone unterliegt man hier keinem Flugverbot. Der Tatendrang ist groß. Schnell wird hier ein Flugplatz mit dem Namen Ruhrgebiet eröffnet, der nun als Absprunghafen für den Flugverkehr dienen soll. Im Mai 1925 wird der Flughafen eröffnet, was auch die Aufmerksamkeit im französischen Ausland erregt. Diese Pläne bestehen, wie wir wissen, darin, Deutschland im Allgemeinen, aus dieser Sicht besonders gut aufgestellt, und insbesondere eine bestimmte Anzahl von Großstädten wie Berlin, München, Frankfurt, Köln zu Drehkreuzen der großen internationalen Fluggesellschaften zu machen und unverzüglich die Hauptarterien zu schaffen, die das Rückgrat dieses Netzwerks bilden. Um die Wahrheit zu sagen, wir sehen nicht, dass die der deutschen Luftfahrt auferlegten Beschränkungen die Durchführung dieser Projekte bisher behindert haben. Flugplätze, die mit allen dazugehörigen Installationen versehen sind, wurden an den verschiedensten Stellen des deutschen Territoriums aufgebaut oder befinden sich im Bau. Der wichtigste Flughafen davon ist das von Tempelhof. Weitere Einrichtungen der gleichen Art werden derzeit in Frankfurt, Flughafen Rebstock und in Dorsten organisiert, um ein Luftnetz in das Ruhrgebiet zu schaffen, welches von einer kürzlich gegründeten Firma LURAG, Luftverkehr Ruhrgebiet AG, betrieben wird. Generell sieht man den in Deutschland aufstrebenden Luftverkehr mit Sorge an. Die deutsche Presse veröffentlicht ausführlich die Flugverkehrspläne für 1925. Darin enthalten die geplanten Verbesserungen und Erweiterungen. Sie verpasst es natürlich nicht, die Gelegenheit zu nutzen, sich gegen das für den deutschen Luft- und Flugzeugbau restriktive Regime der Alliierten auszusprechen und die Hoffnung auszudrücken, dass es bald Änderungen geben wird. Dieses Thema macht sogar seit einiger Zeit eine Flug fast tägliche Artikel aus, die es nicht einmal verdient haben, Erwähnung zu finden, da ihre Argumentation keine Vielfalt und Neuheit aufweist. Es hat sich in bedeutender Weise gezeigt, dass die Ungeduld Deutschlands darauf wartet, von allen Hindernissen befreit zu werden, um sich der Verwirklichung seiner Luftpläne zu widmen. Während in Dorsten nun fleißig geflogen wird, arbeitet man ebenso fleißig in Essen an einer Halle und einem Flugfeld. Im April wurde bereits ein Fluchtlinienfeststellungsverfahren eingeleitet, ähnlich dem heutigen Planfeststellungsverfahren vor Baubeginn. Die ersten Gebäude sind noch aus Holz, da feste Bauten nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages verboten sind. Das Schulhaus der Gemeinde Rath wird zum Flughafengebäude umfunktioniert. Hier sitzt zukünftig die Flughafenverwaltung, die Wetterwarte, eine Funkstation und eine Gastronomie. Am 25. August 1925 ziehen die französischen Truppen ab. Bereits am gleichen Tag dreht eine Junkers F-13 ihre Runden über dem Ruhrgebiet. Endlich ist man frei. Der Flugbetrieb kann beginnen. Und so wird am 31. August 1925 der Flughafen Essen-Mülheim für den Verkehr freigegeben. Der Flughafen Essen-Mülheim ist ein von den Fliegern gern angesteuerter Platz. Seine kreisrunde Form und seine freie, hohe, weithin von Ackerflächen umgebene Lage gestatten von allen Seiten ein freies, ungehindertes Einschweben der Flugzeuge. Er ist fast nebelfrei und hat gute, von der Industrie unbeeinflusste Sicht- und Luftverhältnisse. So beschreibt der Stadtoberbaurat Arthur Brocke den Flughafen im ersten Geschäftsbericht der Flughafengesellschaft im Dezember 1928. Arthur Brocke kam 1919 als beigeordneter Baudezernent zur Stadt Mülheim. Neben dem Ruhrstadium war er auch in das Bauprojekt des Flughafens involviert und ist jetzt Geschäftsführer und erster Vorsitzender der Flughafengesellschaft. Der kreisrund angelegte Flughafen war aber zunächst gar kein Flughafen. 1925 hatte er lediglich eine Zulassung als sogenannter Not- und Hilfslandeplatz. Außer einer Halle war nur ein kleines Feld als Landefeld vorgesehen. Die große Anlage des Flugplatzes erfolgte erst mit der Zeit, denn dazu mussten immense Mengen an Erde bewegt werden. Das Gelände glich einer riesigen Baustelle. Feldbahnen brachten die an der einen Seite abgetragene Erde zu einem anderen Punkt, sodass langsam eine kreisrunde Fläche als Flugfeld entstand.
Flughäfen der damaligen Zeit waren meist kreisrund angeordnet, sodass die Flugzeuge immer gegen den Wind landen konnten. Befestigte Landebahnen, wie wir sie heute kennen, waren damals unüblich und wurden kaum verwendet. Während die Bauarbeiten in vollem Gange sind, findet Ostern 1926 bereits der erste Flugtag statt. Anlass ist die Eröffnung des Flugbetriebs durch die deutsche Lufthansa am 6. April. Trotz schlechten Wetters war der Flugtag gut besucht. Auch Pfingsten 1927 findet ein solcher Flugtag statt. Beide Veranstaltungen werden äußerst positiv im Geschäftsbericht der Flughafengesellschaft erwähnt. In der Presse ist man aber sehr unzufrieden mit der Organisation und ein tödlicher Unfall 1927 wird gar ganz verschwiegen. Ein Pilot warf Schokolade über der Menschenmenge ab und stürzte dabei in eine Zuschauergruppe. Dabei wurde ein 12 Jahre alter Junge getötet und viele Menschen verletzt. 1926 wurde auch ein Abfertigungsgebäude aus Holz errichtet. Hier konnten nun die Passagiere einchecken, wie wir heute sagen würden. Die Anreise erfolgte bequem per Zubringerdienst von den Hauptbahnhöfen aus Essen oder Mülheim oder zumindest aus Mülheim direkt per Straßenbahn. Wir stehen hier auf dem Nebenparkplatz des Flughafens, ein Gelände, was für verschiedene Dinge genutzt wird. Ein Zoo, ein Zirkus, Kinderspielpark, all das wird hier auf diesem Gelände dargeboten. Und hier an dieser Bordsteinkante war früher der Beginn der alten Flugzeughalle. Die erste Halle, rein aus Holz gebaut, die hier an diesem Flughafen aufgebaut worden ist, 1925. Der Bereich vor der Halle war ebenfalls gepflastert und führte dann auf das freie Feld, was nun auf der anderen Seite der Kamera liegt, hinaus. Ebenerdig, heutzutage, wenn man sich das ansieht, ist dieses Feld etwas erhoben. Der Flughafen hat etwas an Höhe gewonnen. Hier begann also 1925 der Flugbetrieb in dieser Halle. Der LURAG, der Luftverkehrsgesellschaft Ruhrgebiet, waren Maschinen untergebracht, waren Werkstätten, waren Schlafräume für das Personal. Nebenan auf dem Hauptparkplatz stand ein altes Schulgebäude, die ehemalige Schule der Gemeinde Rath, in der 1925 dann Platz gemacht worden ist für die Flughafenverwaltung, eine Gastronomie, eine Wetterstation und Ähnliches. Heutzutage sind kaum noch Relikte aus der damaligen Zeit erkennbar. Einzig, wenn man alte Luftbildaufnahmen mit heute vergleicht, kann man noch alte Strukturen, wie zum Beispiel diese Abschlusskante, erahnen und somit die alte Form dieses Flughafens nachvollziehen. Autos oder Omnibusse fuhren die Passagiere direkt vor das Gebäude und dann ging die Flugreise los. In nur 4 Stunden konnte man in Berlin sein. Der Schnellzug brauchte damals immerhin 6,5 Stunden. Leisten konnten sich gewiss nur wenige diese Flüge. Ein Flugticket nach Berlin kostete 85 Reichsmark. Das entsprach ungefähr 5% des damaligen durchschnittlichen Jahreseinkommens. Eine der beliebtesten Strecken war der sogenannte Bäderdienst. Täglich flog die Lufthansa zu den Nordseeinseln Norderney und Borkum. Immerhin wurden 1926 schon 5000 Fluggäste von und nach Essen transportiert. Im Juni des Jahres wurde erstmals ein Antrag auf die Genehmigung als Flughafen gestellt. Die Genehmigung sollte aber noch ein Jahr auf sich warten lassen. Piloten brauchen Wetterinformationen. Die Fliegerei, insbesondere der damaligen Zeit, ist stark wetterabhängig. Mit Einrichtung des Flughafens wurde dort auch eine Wetterstation eingerichtet. Im alten Schulgebäude belegte man 3 Räume. Neben der Erstellung von Wetterkarten wurden durch das Personal auch Schulungen und Vorträge als auch wissenschaftliche Beobachtungen durchgeführt. Generell war das Wetter in Essen, damals wie heute, sehr wechselhaft. Im Herbst und Winter gab es häufig Nebelwetterlagen und teils sehr durchwachsenes Wetter, was den Fliegern ihre Probleme bereitete. Bei schlechter Sicht und tiefen Wolken war mit der damaligen Technik kein zuverlässiger Flugbetrieb möglich. Im Oktober 1930 kollidierte eine Maschine der Schweizer Gesellschaft Bal Air bei Nebel im Landeanflug auf den Flughafen Essen-Mülheim mit einem Schornstein bei Kettwig. Wie durch ein Wunder überlebten alle Insassen. Ab 1934 sollte der Flughafen dann auch über ein Schlechtwetterlandeverfahren verfügen. Ab 1938 war sogar ein damaliges Instrumentenlandesystem installiert. Ja, ich stehe hier an der Schwelle der Piste 24, immer noch am Flughafen in Essen-Mülheim. Das ist das Ende oder der Anfang der Landebahn. Man hört hier auch den Flugbetrieb. Und hier irgendwo in diesem Bereich
Ganz genau kann man es nicht mehr rekonstruieren, aber so ziemlich stand früher die Funkstelle des Flughafens Essen-Mülheims. Ich habe durch einen Kontakt in Dänemark tatsächlich eine alte Anflugkarte von Essen-Mülheim erhalten können, die ich digital rekonstruiert habe. Und in dieser Anflugkarte sieht man den Standort des Funkpeilers, mit dem man Essen-Mülheim dann per Instrumentenflug anfliegen konnte. Das heißt, irgendwo hier war quasi eine Art Holzhütte mit einem Antennenmast, wo die Funker im Platz saßen und wo man dann seine Peilwerte erhalten konnte. Man muss sich das so vorstellen, wenn das Wetter schlecht war, man sah die Landebahn nicht, man hatte keine Sicht zum Boden, da musste man ja irgendwie an den Flughafen herangeführt werden. Und dazu wurden die Flugzeuge per Funk herangeführt. Der Funker im Flugzeug hat gemorst oder gesprochen und diese Funkwellen, die dann vom Flugzeug ausgingen, die konnte man einpeilen und konnte natürlich sagen, aus welcher Richtung kommen diese Funkwellen. Und im Gegenzug, wenn ich sagen kann, die Funkwellen kommen aus der Richtung, kann ich auch sagen, der Pilot muss in die Gegenrichtung fliegen, um hier hinzukommen. Und dann hat man den Piloten an den Platz herangelotst und dann haben die hier unten ihre Ohren gespitzt, haben gehört, wann war der über dem Platz. Und dann haben sie ihm gemorst, pass mal auf, du bist über dem Platz. Und dann ist der Pilot in einer bestimmten Richtung, wo man wusste, da hat man keine Hindernisse, weggeflogen für eine bestimmte Zeit und hat sich dann wieder zum Flughafen hinbegeben und hat sich jetzt mehrere Peilungen geben lassen und hat sich so zum Platz lotsen lassen, hat dabei Höhe aufgegeben. Und wenn man dann gehört hat, oh, die Flugzeuggeräusche kommen näher, hat man dem Piloten das Signal gegeben, ZZ. Das war dann das Signal zum Durchstoßen durch die Wolkendecke, dass die Landung sichergestellt war. Und dann ist man ja, fast auf gut Glück, na, ein bisschen geplant war es schon, immer weiter gesunken, bis man dann irgendwann unter den Wolken war. Man musste natürlich ungefähr wissen, dass die Wolken hier nicht zu hoch über dem Platz hingen. Dann ging das natürlich nicht. Dieses ZZ-Verfahren beschreibe ich jetzt auch noch ausführlich. Und ja, hier in diesem Gras, in dieser Wiese, kurz vor Beginn der Landebahn, stand früher diese Peilstelle. Bereits 1928 verfügte der Flughafen über eine Nachtbeleuchtung, welche Ende 1931 dann erweitert wurde. Der Flugplatz war nun auch bei Nacht anfliegbar. Bis heute findet sich auf dem Turm eine Leuchte des Herstellers Pinch, welche baugleich mit dem damaligen Scheinwerfer ist. Ende der 1920er Jahre steigerte sich der Flugbetrieb und die vorhandenen Flughafengebäude und Infrastruktur wurden zu klein. Lange schon plante man einen Neubau. 1928 gab es einen ersten Entwurf für den Neubau eines Flughafengebäudes durch Baurat Brocke. Jedoch schien sich dieser wahrscheinlich auch aufgrund von Finanzen immer weiter zu verzögern. So stellt der Tätigkeitsbericht der Flugwetterwarte im Sommer 1929 enttäuschend fest: Die äußere Einrichtung der Flugwetterwarte erfuhr keine Änderung, da auch dieses Jahr der geplante Neubau nicht in Angriff genommen wurde. Das Beratungszimmer blieb also weiterhin abgelegen und wenig frequentiert. Nur die belgischen Piloten kamen fast regelmäßig. Mit den belgischen Piloten sind wahrscheinlich die Besatzungen der Sabena-Flugzeuge gemeint. Essen-Mülheim ist mittlerweile ein international angeflogener Flughafen für Passagiere und Fracht. So fliegt die belgische Sabena, die holländische KLM, die französische Air France und die tschechische CSA den Flughafen an. Wie sah denn nun der geplante Neubau aus? Aus heutiger Sicht muss man sagen, futuristisch elegant. Der Bauingenieur Arthur Brocke plante hier ein elegantes Abfertigungsgebäude mit runder Abfertigungshalle und einem großen Turm als Wetterstation. Dieses Gebäude wurde aber so nie gebaut. Der Neubau sollte sich bis 1932 verzögern, nun unter dem Einfluss des Essener Architekten Ewald Brecklinghaus. Arthur Brocke nahm sich 1933 das Leben. Ja, wir befinden uns hier in der Bismarckstraße 31 in Mülheim an der Ruhr und zu meinen Füßen ist ein sogenannter Stolperstein für den Herrn Arthur Brocke. Herr Brocke war der Stadtoberbaurat der Stadt Mülheim, war als Architekt tätig und war der Vorsitzende, der Geschäftsführer der Flughafenverwaltung nach der Gründung des Flughafens bzw. der Flughafengesellschaft, war sehr für den Flughafen engagiert und war auch als Architekt tätig in dem Sinne, dass er einen Neubau des Flughafengebäudes konzipierte. Der Flughafen war zu Beginn ja, aus Baracken, er bestand aus Holzgebäuden und einem alten Schulgebäude. Dort hatte man bereits 1927 erkannt, dass man den Flughafen neu herrichten wollte, ein zeitgemäßes Gebäude errichten wollte. Und da war Herr Brocke an den Entwürfen beteiligt. Er fertigte
die entsprechenden Entwürfe an. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde die Lage für ihn schlechter, denn er war nicht ganz konform mit den nationalsozialistischen Idealen, insbesondere als hohe Person in der städtischen Verwaltung. Er bekam dann ein Berufsverbot und das führte durch weitere Rufmordkampagnen und Demütigungen so weit, dass Herr Brocke sich dann das Leben nahm. Hier war sein Wohnhaus und dieser Stolperstein erinnert an Arthur Brocke, der sehr stark mit der Anfangsgeschichte des Mülheimer Flughafens verbunden ist. Und ich denke, die wenigsten von euch wussten bis jetzt, dass es einen Stolperstein im Zusammenhang mit dem Flughafen Essen-Mülheim gab. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten änderte sich bald auch die Bedeutung des Flughafens. Er diente als Tor zum Ruhrgebiet. Hierhin flogen die Regierungsmaschinen. Darauf finden sich einige Hinweise in den Tätigkeitsberichten der Flugwetterwarte. So sieht man im Bericht von Oktober 1932 bis März 1933 den kleinen, unterstrichenen Satz: Für die Beratung der Regierungsflüge war die Flugwetterwarte vorschriftsmäßig besetzt. Im Berichtszeitraum 1. April 1933 bis 30. September 1933 wurden allein 28 Regierungsmaschinen beraten. Das sind ungefähr 5 Regierungsmaschinen pro Monat. Für den nächsten Berichtszeitraum sind auch wieder 8 Regierungsflüge verzeichnet. Neben der Nutzung für die Regierungsgeschäfte wurde der Flughafen zunehmend auch für Großveranstaltungen der Nationalsozialisten genutzt. So fand im Jahr 1935 eine Massenveranstaltung anlässlich der Gautage des Gaus Essen statt. Zum Abschluss hielt Propagandaminister Goebbels eine Rede vor den verschiedensten Teilen der NSDAP. Die Flughafengebäude waren ganz in Hakenkreuzfahnen eingehüllt. Eine neue Flugzeughalle, die Hermann-Göring-Halle, wurde durch den Namensträger persönlich im August 1934 eingeweiht. Und so reihen sich diese Veranstaltungen in viele andere ein, die den Schatten der Diktatur Deutschlands und des drohenden Krieges über den Flughafen warfen. Zurück, Ende der 1920er Jahre, war aber von all den Dingen nur wenig am Horizont zu erkennen. 1929 wurde unweit des Flughafens die große ruhrländische Gartenbauausstellung, kurz Gruger, eröffnet. Von Juli an stand täglich ein Reklameballon in 50 Metern Höhe über dem Gelände. Ein Luftfahrthindernis, das von weitem sichtbar war. Und wenn man von Reklame und Flughafen spricht, denkt man heute an Theo, das Luftschiff der WDL, was gern gesehen seine Runden über dem Ruhrgebiet dreht. Reklame per Luftschiff ist aber keine neue Erfindung. Bereits im Juli 1931 war das Pasewal-Naatz-Luftschiff PN-28 in Essen-Mülheim stationiert und machte täglich Werbung für Trumpfschokolade über dem Ruhrgebiet. Einen Monat später gab es sogar einen großen Zeppelin-Flugtag und der 236 Meter lange Zeppelin LZ-127 Graf Zeppelin landete in Essen-Mülheim. 1932 wurde dann endlich mit den Bauarbeiten zum neuen Flughafengebäude begonnen. Der Flughafen verfügte mittlerweile auch über eine Nachtbeleuchtung und entwickelte sich zu einem modernen Flughafen. Für den Neubau des Flughafens war einiges mehr noch geplant. Zur Fertigstellung kamen die restlichen Bauabschnitte leider nie. Die Skizzen eines Bauzeichners der damaligen Zeit lassen das geplante Gebäude aber gut erahnen. In den Neubau zog dann auch die neue Wetterstation. Die mit der Unterbringung der Flugwetterwarte verbundenen Unannehmlichkeiten werden demnächst beseitigt sein, da der Neubau nunmehr in Angriff genommen wurde. Die Flugwetterwarte verfügt dann über 5 Räume im Erdgeschoss, einem Raum für den Leiter im ersten Obergeschoss und über die gesamte Dachplatte zur Anstellung der Messungen. Das Gebäude selbst soll Anfang 1933 bezogen werden. Nach Eröffnung des ersten Bauabschnittes im Jahre 1933 wurde dieser stetig erweitert. Die Flughafengaststätte der Gebrüder Schulten wurde am 1. August 1934 eröffnet. Bereits am 10. August stellte man bei der Stadt Mülheim eine starke Zunahme des Verkehrs fest und man begann damit, Parkplätze und Verkehrsschilder einzurichten. Der Flughafen war nun ein international angeflogener und gern besuchter Platz. Schon
Schon damals fand am Flughafen viel Schulbetrieb statt. Der Fluglehrer Fritz Specht schulte damals für den DLV am Flughafen Essen-Mülheim. Der DLV war der Deutsche Luftsportverband, ein verdeckter Verein der NSDAP mit dem Ziel, Nachwuchs für eine neue Luftwaffe heranzuziehen. Fritz Specht unternahm viele Schulungsflüge von Mülheim aus. Viele wurden dabei auch auf der Junkers W33, W34 geflogen. 1936 nahm er am Olympia-Sternflug teil. Die Teilnehmer mussten innerhalb weniger Tage so viele Flugkilometer und Zwischenlandungen wie möglich hinter sich bringen und zu einer vorgegebenen Zeit in Berlin landen. Mit einem Raab-Katzenstein-Doppeldecker startete er am 28. Juli zunächst in Essen. Nach mehreren Zwischenlandungen wurde in Wesel übernachtet. Von hier aus ging es am nächsten Morgen um 5 Uhr früh auf den Flug. Über den Harz ging es gen Osten und am 31. Juli traf Specht gegen 11.30 Uhr in Berlin-Rangsdorf ein. Der Rückflug erfolgte am 5. August über Braunschweig, Bielefeld, Düsseldorf, Mönchengladbach und endete dann am 6. August wieder in Essen-Mülheim. Dabei legte er insgesamt knapp 2600 Kilometer zurück. Vieles an Geschichte ließ sich noch aus dem Flugbuch und auch über den Flughafen erzählen. Das aber will ich mir für ein anderes Mal aufheben. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde dieser Flughafen primär nur noch militärisch genutzt. Die weitere Geschichte des Flughafens während des Zweiten Weltkriegs möchte ich sehr viel später erst beleuchten, denn dazu muss ich noch einiges an Nachforschung anstellen. Aber ich hoffe, mit diesem Video habt ihr schon mal einen Einblick in die Entstehungsgeschichte dieses Flughafens, in die Anfangsjahre, in die Erwartungen bekommen, die in diesen Flughafen gelegt worden sind, in die Entwicklung, die dieser Flughafen dann auch vollzogen hat. Dies war es nun zunächst mit dem Eindruck der Fluggeschichte des Flughafens Essen-Mülheim. In den kommenden Folgen werde ich mich nun wieder etwas anderen Themen widmen, zum Beispiel dem Thema der Fliegeruhr, der Flugbücher oder der Wetterinformation für Piloten. Die nächste reguläre Folge wird dann Anfang Oktober erscheinen, dann wieder zu den gewohnten Veröffentlichungsterminen, immer am ersten Montag eines Monats. Bis dahin wünsche ich Hals- und Beinbruch. Bis dann!